ist Jacques Molliton und ich bin ein luxemburgischer Regisseur. Mein zweiter Kurzfilm En Compagnie de la Poussière ist dieses Jahr im Directors Short Film Night, also eine Kurzfilmnacht im Rahmen des Directors Film Festivals, ausgewählt worden. Und es handelt sich hier im Ganzen um vier luxemburgische Filme von vier Regisseuren, die alle schon ziemlich viele Festivals gemacht haben und um die Welt gereist sind. Ça ira. Was ich interessant finde, sind, die vier luxemburgischen Filme sind sehr verschieden. Also sie sind das Universum, das da aufgebaut wird, ist jedes Mal total anders. Selbst die Sprache ist anders. Es gibt Filme in Luxemburgisch, Filme in Deutsch, Filme in Französisch. Und es kommt daher, weil es gibt keine luxemburgische Filmschule und die Regisseure gehen alle ins Ausland, um Filme zu machen. Und wenn sie zurückkommen, dann haben sie alle einen total verschiedenen Hintergrund. L'année passée ist mein allererster Kurzfilm, den ich dort gedreht habe, während einem Seminar mit einem polnischen Regisseur. Das ist eine kurze Szene von 7 Minuten. Es gab keine direkten Vorgaben, aber die Geschichte ist inspiriert von einer wahren Geschichte von einer Freundin von mir, die mich damals sehr berührt hat und die ich irgendwie verarbeiten wollte. Also ich will nicht zu viel verraten, es ist ein Mädchen oder eine junge Frau, die aufwacht in einer fremden Küche und man erfährt so langsam, wie sie in diese Küche geraten ist und was ihr passiert ist. Désolé, mais j'avais vraiment besoin d'un café. Sorry, what? Also meine Geschichte heißt Ivo Eva und wurde 2006 mit Samsa Film produziert. Das ist die Geschichte von zwei Immigranten. Eva ist eine spanische Ausländerin, die sich in die luxemburgische Gesellschaft integriert hat und Ivo ist ein Asylbewerber. Und beide leben eine Liebesgeschichte und haben ein Geheimnis, was sie sich nicht gestehen können. Also das ist ungefähr die Geschichte. Und Ivo wird gespielt von Vuk Kostic, ein bekannter serbischer Schauspieler, wo ich niemals gedacht hätte, ich würde ihn für meinen Film bekommen. Ich habe es trotzdem hingekriegt. Und Eva ist gespielt von Laura Lorente. Das ist meine Schwester. Sie sollte am Anfang nur zum Casting so kommen. Und dann hat sie so gut gespielt, so gut im Casting, dass wir sie rausgesucht haben, für Eva zu spielen. Und jetzt ist sie sogar in einer Schauspielschule.